Der Bichon Frisé ist der kleine niedliche Fellball, den wir dir heute vorstellen möchten. Der süße Charmeur ist ein französisch-belgischer Hund, der dich nicht nur mit seinem freundlichen Wesen, sondern auch mit seinen wunderschönen Knopfaugen verzaubern wird. Vermutlich liegen die Ursprünge dieser Hunderasse nicht im französischsprachigen Belgien, sondern tatsächlich auf den Kanarischen Inseln, von wo der auch als Teneriffa-Hund bekannte Racker im 14. Jahrhundert nach Europa kam. Wie du deinen neuen Weggefährten artgerecht hältst und ernährst, welche Charaktereigenschaften er besitzt und welche Beschäftigung er liebt, erfährst du in diesem Video. Woher stammt der Bichon Frisé? Kleine niedliche Hunde waren bereits seit der Antike sehr beliebt. Beim spanischen und französischen Adel waren sie später als Schoßhunde in Mode, hier mussten sie leider nichts weiter tun, als einfach nur süß zu sein. Vergiss also bitte nicht, dass ein Bichon Frisé, sei er noch so putzig, kein Schoßhund, geschweige denn ein Stofftier ist. Mit der Anschaffung übernimmst du die Verantwortung für ein Lebewesen, das dir bei der richtigen Haltung und viel Liebe und Zuwendung zum treuen Begleiter wird. Das Lockenköpfchen ist ein absoluter Allrounder. Er passt quasi zu jedem von uns, egal ob Familie, Senior oder Single. Er passt sich dabei deinem Tagesablauf an und kann auch mal für einige Stunden alleine bleiben. Ab den 30er Jahren wurde der kleine Fellknäuel in Frankreich und Belgien immer beliebter. Hier kam der süße Zwerg 1933 auch zu seinem Namen, Bichon Frisé. Ende der 1950er Jahre wurde er als Hunderasse offiziell durch die FCI anerkannt. Übrigens, zur Rasse der Bichons zählen neben dem Bichon Frisé auch Malteser, Bologneser, Havaneser und Löwchen. Was zeichnet diesen Hund optisch aus? Auf den ersten Blick erinnert dieser niedliche Fratz an einen weißen Wattebausch auf Beinen. Bei einer Widerristhöhe von 30 cm und einem Gewicht von maximal 6 kg ist er ja auch nicht viel größer und schwerer als ein Wattebäuschen. Der Bichon Frisé, der Name heißt übersetzt so viel wie Schoßhund mit dem lockigen Haar, hat ein weißes Fell, das bis zu 10 cm lang werden kann. Dabei sind vor allem die Löckchen wunderbar weich, während das Deckhaar im Allgemeinen etwas härter ist. Die Locken bedecken zudem die niedlichen Hängeohren. Die Rute des kleinen Rackers ist über den Rücken gebogen. Als kleiner Franzose besitzt der Bichon Frisé natürlich jede Menge Charme. Er ist ein munterer kleiner Racker mit offenem Wesen und ist am liebsten immer und überall dabei. Die Frohnatur ist dabei ein wahrer kleiner Sonnenschein, der seine Umgebung ansteckt, um die kleinen Pfoten wickelt und es liebt zu kuscheln. Der Bichon Frisé ist ein klassischer Wusel, er neigt nicht zur Hektik und kommt mit anderen Hunden gut zurecht. Dennoch hat der kleine Knirps sehr viel Temperament. Achte bei der Erziehung darauf, dass du deinen Vierbeiner nicht zu sehr verhätschelst. Das kann sonst beispielsweise dazu führen, dass er bei einer Begegnung mit fremden Hunden oder Personen schnell überfordert ist und seine Verunsicherung durch lautstarkes Bellen zum Ausdruck bringt. Lass ihn neue Situationen am besten selbst entdecken und greife nur ein, wenn es wirklich notwendig ist. Der süße Fellball benötigt, so wie jeder Hund, eine gute Erziehung. Erliegst du nicht ständig seinem Charme, ist das relativ unkompliziert. Dieser kleine Hund ist sehr lernwillig und klug. Dennoch solltest du in der Erziehung immer konsequent sein und bleiben, sonst tanzt dir die kleine Maus irgendwann auf der Nase herum. Die richtige Pflege des Bichon Frisé. Als aktiver Hund liebt das Lockenköpfchen Bewegung. Er muss aber nicht ständig auf Trab gehalten werden. Tatsächlich solltest du ihn beispielsweise auf einem Fahrradausflug in einen speziellen Hundefahrradkorb setzen und ihn nur für kurze Strecken bei niedriger Geschwindigkeit mitlaufen lassen. Wenn er gut hört, kannst du ihn in übersichtlichem, sicheren Gelände natürlich auch frei laufen lassen. Da dein neuer Mitbewohner so ein schönes, weiches Fell hat, solltest du dieses, gerade bei Jungtieren, regelmäßig ausbürsten. So kannst du sowohl Fellverfilzungen als auch Schmutz entfernen. Ausgewachsene Bichons haben dagegen ein sehr pflegeleichtes Fell, das die Kleinen im Winter optimal vor Kälte und Nässe und im Sommer vor Hitze schützt. Dennoch solltest du ihm einmal in der Woche seine Fellness gönnen. Vor allem der Bart muss dabei gereinigt werden, insbesondere dann, wenn der kleine Racker Nassfutter gefressen hat. Darüber hinaus sollte das Fell regelmäßig in Form geschnitten werden, der Kleine benötigt also einen Friseur.
Achte darauf, dass das Fell um die Augen herum nicht zu lang ist, denn sonst kann der süße Wusel nur sehr schwer sehen und es kann auch zu Augenreizungen kommen. Übrigens, wusstest du, dass diese Hunderasse trotz des relativ langen Fells kaum haart? Wie sieht die Ernährung für den Bichon Frisé aus? Wie alle Hunde liebt diese kleine Wolke Fleisch. Da der Bichon Frisé ein sehr aktiver Hund ist, neigt er in der Regel nicht zu Übergewicht. Dennoch solltest du seine Fressgewohnheiten und sein Gewicht selbstverständlich im Auge behalten. Zudem kann er in einigen Fällen Futtermittelunverträglichkeiten entwickeln. Gut für ihn ist Futter, das reich an Omega-Fettsäuren ist. Diese sorgen unter anderem für eine gesunde Haut und ein gesundes Fell. Achte darauf, dass der kleine Racker nach dem Essen nicht allzu sehr herumtollt. Der Grund ist, in seltenen Fällen kann es zu einer Magendrehung kommen, die für deinen kleinen Fellball lebensbedrohlich werden kann. Auch ob du ihn barfen, also roh füttern möchtest, kannst du natürlich in Erwägung ziehen. Der Bichon Frisé ist ein Lockenköpfchen mit unwiderstehlichem Charme. Der kleine Racker wird dein Herz im Sturm erobern und dir bei viel Liebe, Zuwendung und artgerechter Haltung viele Jahre lang ein treuer Begleiter sein. Wenn du dich noch für andere süße Vierbeiner interessierst, schau dich doch gerne auf unserem Kanal an. Hier siehst du noch ein paar Videoempfehlungen.